Da ist es passiert, Leute, Nuri raus und das war der vollkommen richtige, absolut notwendige Schritt, den Werder gehen musste. Ihr wisst, ich gehörte lange zu den großen Befürwortern von Nuri. Finde auch im Nachhinein, dass er viel Gutes gemacht hat, aber er ist im Prinzip an sich selbst und so ein bisschen an der Mannschaft gescheitert. An sich selbst ist er vor allen Dingen deshalb gescheitert, weil er sehr, sehr stur war und wirklich sehr wenig Flexibilität an den Tag gelegt hat. Man muss da halt einfach sagen, dass er an seiner Grundidee wirklich auch bei absteigender Tendenz und immer weniger Ideenlosigkeit seitens des Teams einfach bedingungslos festgehalten hat. Er hatte einen Plan, er hatte ein Konzept bei sich im Kopf, nur leider hat sich das nicht auf den Platz transportieren lassen, wodurch das für uns in den letzten Spielen als Fans katastrophal aussah. Und auch die Spieler, die schienen einfach gar nicht mehr von dieser Idee, aber auch vom Trainer überzeugt. Also da können sie gesagt haben, was sie wollen und angeblich hinterm Trainer gestanden haben, aber sie haben halt nicht so gespielt, als würden sie es tun. Es scheint halt einfach einen großen Bruch zwischen Trainer und Team gegeben zu haben und ja, am Ende des Tages müssen wir sagen, dass es vielleicht sogar ein bisschen zu spät passiert ist, aber ich wiederhole mich da auch gerne, auch ich hätte gerne weiter an Nuri geglaubt und auch ich hätte ihm gegönnt, dass er diese Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommt. Leider hat das nicht und hat eigentlich Werder keine andere Wahl gelassen, als ihn zu beurlauben. Shit happens, tut mir auch extrem leid für Nuri, aber ganz ehrlich, das hat er sich einfach selber eingebrockt. Und uns, also das Team, hat er halt einfach in Zusammenarbeit mit Baumann halt wirklich in eine Position gebracht, aus der es jetzt auch mit neuem Trainer, mit neuem Impuls ganz schwer werden wird, wieder rauszukommen. Und auch das ist etwas, worüber man sich jetzt Gedanken machen muss. Neuer Trainer, wer wird's? Es wird wieder viel spekuliert, Feuerwehrmänner fallen. Utopische Wunschlösungen werden genannt, erstmal über dem Kohlfeld. Klar, Interimslösung. Ich hoffe allerdings wirklich, dass Werder das schafft, zeitnah eine große Lösung zu präsentieren. Das liegt nicht daran, dass ich Kohlfeld den Job nicht zutraue, weil ich eigentlich von Kohlfeld eine Menge halte. Aber die jüngste Werder-Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass es einfach nicht gut gegangen ist mit Leuten, die man aus der Reserve, aus der Nachwuchsabteilung hochgeholt hat. Die haben einen schnellen Push durch die Mannschaft gehen lassen. Das war halt einfach wahrscheinlich dieser neue Motivationseffekt. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach immer wieder in sich zusammengebrochen. Das heißt, auch bei einem neuen Trainer müssen wir so oder so auch vielleicht einen guten Start mit Vorsicht genießen. Und das ist aber auch etwas, naja, was wahrscheinlich auch Kohlfeld Druck machen wird. Und es ist halt irgendwie blöd zu sagen. Ich habe nichts gegen Kohlfeld an sich, aber ich hoffe trotzdem, dass es eine externe Lösung wird mit etwas Erfahrung. Dabei hoffe ich aber wirklich, wie gerade schon gesagt, nicht auf so Feuerwehrmänner wie Labbadia oder Fronzek. Bei Labbadia können wir ja wenigstens sagen, dass er selber schon mal gesagt hat, dass er diesen Ruf ablegen will und irgendwann mal ein neues Projekt von Anfang an übernehmen will. Deshalb ist das auch, oder deshalb halte ich das nicht für so wahrscheinlich, dass er kommen wird, mitten wieder in der Saison. Schubert hat es schon mal mit Gladbach geschafft, wäre allerdings auch nicht meine 1A-Lösung. Dann gibt es natürlich noch so die klassischen Namen wie Slomka, der aber auch abseits von Schalke und Hannover nicht viel gerissen hat. Und man muss auch sagen, dass selbst während seiner erfolgreichen Zeit er den Ruf einer Diva gehabt hat, intern in den Verein. Er war immer drum bemüht, nach außen charismatisch zu wirken, aber intern, naja, ist sicherlich nicht überall alles reibungslos abgelaufen. Aber er hat bei den Schalkern in der jüngsten Vergangenheit auch mit dem besten Punkteschnitt als Trainer gesammelt. Also hat schon was nachzuweisen, aber auch schon lange aus dem Top-Business raus. Natürlich fällt auch der Name Thomas Schaaf automatisch wieder. Er war ja ohnehin wieder im Gespräch, bei Werder eine Funktion einzunehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Lösung, die ich nicht begrüßen würde. Einfach weil diese Ära zu Ende gegangen ist und ich glaube auch nicht, dass er eine neue in Bremen prägen kann. Vielleicht wird man sich allerdings so ein Heinkes-Modell überlegen, das Schaaf bis zum Ende übernimmt. Das halte ich bei Werder leider nicht für ausgeschlossen. Natürlich, weil er eben auch dieser Werder-Familie angehört, viel vorzuweisen hat in der Vergangenheit, immer noch bei vielen Fans viel Kredit hat. Aber es wäre für mich der falsche Ansatz, weil es schon wieder nur kurzfristig gedacht ist. Meine favorisierte Lösung wäre mit Sicherheit Weinziel, der in Augsburg schon gut performt hat, auf Schalke schwierige Bedingungen vorgefunden hat, da nicht so wirklich funktioniert hat, auch nicht als einfachster Charakter gilt, das muss man auch an dieser Stelle sagen, aber man muss halt einfach sagen, er hat in Augsburg gezeigt, wie man aus bescheideneren Mitteln einfach ein Team formen kann, dass wirklich höhere Ziele sich setzen kann. Und in Bremen, da hat er meiner Meinung nach ja, Spielermaterial, was nicht ganz für die Katz ist. Und es wäre vor allen Dingen für Weinziel auch nochmal so eine Möglichkeit, an seinem Ruf, an seiner Reputation zu arbeiten, sie so ein bisschen wieder herzustellen, weil er ja dann doch auf Schalke
naja, ein bisschen gescheitert ist. Müsste natürlich für Bremen auf viel Gehalt verzichten, aber wer weiß, vielleicht ist es ja für Weinz hier ein gutes Projekt, was er gerne angehen würde. Der Name Tuchel, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, das ist absolute Utopie. Sprich vom Gehalt her, auch wenn Tuchel immer mal gesagt hat, er sei Werder-Fan, halte ich das nicht für realistisch. Gehalt habe ich gerade gesagt, auch andere Kaliber werden dran sein. Er war ja auch schon in Gesprächen mit Bayern und Bayern-Bremen merkt ihr selbst. Also ich glaube, Tuchels Lösung wird deutlich größer sein, Stand jetzt, als Werder. Dann gibt es noch andere Kandidaten wie René Weiler, die auch gut was gemacht haben in der jüngsten Vergangenheit, auf Vereinsebene gute Erfolge vorzuweisen hatten, vor allen Dingen in Anderlecht. Dann gibt es auch noch den Schweizer Marcel Koller, der einen sehr, sehr guten Job für die österreichische Nationalmannschaft gemacht hat, auch wieder auf ein paar Österreicher treffen würde mit Junuzovic und mit Kainz, und ohnehin hatte er einen sehr, sehr guten Ruf da auch in Österreich gehabt, ist aber auch auf Vereinsebene schon eine Weile raus, also auch fraglich, ob man das macht. Und der Rest, der vielleicht irgendwie für Werder realistisch oder interessant wäre, müsste aus bestehenden Verträgen wahrscheinlich eher rausgekauft werden, sprich Leute wie Lieberknecht, die immer mal genannt wurden, was ich aber auch nicht für realistisch halte. Und ein Trainer, den ich sehr, sehr mag, weil er auch auf Schalke übrigens sehr gut performt hat, aber einfach eine tolle Art hatte und gute Arbeit gemacht hatte, das war Keller. Fand ich immer sehr sympathisch, ein sehr ehrlicher Arbeitertyp und der auch sehr, sehr gut ins Bremer Umfeld meiner Meinung nach passen würde. So ein bisschen unterschätzt, finde ich, in der allgemeinen Wahrnehmung, wurde auch so ein bisschen auf Schalke gebrandmarkt und ein bisschen unfair behandelt, weil er mit den Schalkern doch auch schon eigentlich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, die Trainersuche ist wohl jetzt in vollem Gange. Es wird sehr, sehr spannend, wer das Projekt Werder weiter leiten wird. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Vorschläge, auf eure Tipps. Ich freue mich, das zu lesen, mit euch zu schnacken. Bis dahin erstmal, wir sind gespannt. Ciao.